Kommst du dazwischen? Ja. Hey, willst du was trinken oder so? Gar nicht gefragt. Nee, alles Wasser. Gut. Nein, ich bin chillig. Ihr läuft eigentlich. Ihr läuft. Warte, ich muss dir was sagen. Nee. Bitte. Beschäftige ich mal kurz mit. Ich versuche das gerade zu verstehen. Ansaugbrücke? Boost Gouch. Boost Gouch ist Anzeige. Gouch ist Anzeige, genau. Ne? Genau. Gouch. Was ist das denn? Genau. Hast du das Auto schon gezeigt? Montag. Montag zeigst du das? Ja. Geil. Ja, okay, los geht's. Ich weiß ja, worum es geht. Erstmal müssen wir anfangen. Eigentlich war es jetzt wirklich ganz spontan. Ich habe dir heute Morgen eine WhatsApp geschickt, habe gesagt, hey, ich habe Bilder aus Las Vegas. Weißt du es noch, ob es 2009 oder 2010 das oder 2008 war? Vielleicht finden wir es ja gleich. Ich weiß nur noch, dass ich eine ganz, ganz schlimme Ohrenentzündung hatte. Ich kann mich an andere Sachen erinnern. Aber das Geile ist, die Bilder sind chronologisch geordnet, heißt das, glaube ich, dass die... Von der Zeit. Von der Zeit. Also Reise. Reisezeit. Okay, also ich weiß, das erste Bild habe ich gerade gesehen. Ja. Micha, wo alte Fotos da. Ja, ja, ich glaube, ich werde es schaffen. Alte Fotos, ich und die Technik. Ich habe übrigens... 2009. 2009. Das kannst du doch gucken, wann das gemacht worden ist oder nicht. Sommerfesten übrigens habe ich auch was von euch noch gefunden. Mhm. Auch ziemlich wild. 800 Stück, ne? Irgendwie so. 800 Bilder hast du gemacht? So, chronologisch fangen wir an. Wir machen das mal. Alter, schön. Das Flughafen. Aber den Charan habe ich geliebt, muss ich sagen. Ich habe diesen Charan geliebt. Ich musste so lachen. Flughafen, was war das? Düsseldorf. Sind wir von Düsseldorf geflogen? Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das Frankfurt war. Nein, Digga. Also mit Flughäfen brauchst du mir nicht kommen, Alter. Ich kenne jeden Flughafen leider zu gut. 2009, so, das ist das erste Bild. Ist das krass? Für mich siehst du aus, du musst das raussuchen. Es gibt bei Asterix und Obelix, das sage ich jedes Mal, gibt es diesen Film, wo dieser Ire ist, gegen den die in dieser Arena antreten. So ein ganz kleiner Ire mit so einem Stoppelhaarschnitt. Das ist exakt Marco Degenhardt. Und auf diesem Bild ist es noch krasser zu erkennen. Das ist Marco Degenhardt. Die Hose, überhaupt der Kleidungsstil, ne? Der war auch. Ja, der hang halt raus, was soll ich machen? Das ist meine Schlaftechnik. Schläfst du immer noch so? Also nein. Irgendwie haben alle... Hoffi. Irgendwie haben alle geschlafen. Aber was schon... War das 2009, 11 Jahre, ne? Mhm. Du hast mir damals gesagt, das weiß ich noch, wo wir in Amerika ankamen. Marco, du siehst aus, du passt hier voll hin. Ja, voll. Du wirkst so, als ob... Voll. Texas. Oh, da habe ich sogar noch Haare oben. Hast du da jetzt keine Haare? Nee, da sind jetzt keine mehr. Also so in diesem, also der vordere Bereich, der gaukelt noch so vor so, aber hier ist nicht und hier hinten ist richtig gut geworden jetzt. Das war schon in Amerika, würde ich sagen. Ist so meh, das ist auf jeden Fall. Also ich habe die kahle Stelle ja hinten erwischt. Ja, das ist ja nicht kahl. Guck mal her. Wenn ich so mache, sind da ja Haare. Ich zeig dir mal kahl, wenn ich das länger wachsen lasse. Das war, glaube ich, schon. Wir sind zwischengelandet in Atlanta. Kann ich mir noch 100%? Ja, das ist Amerika. Genau. Ich hab kein Bild gelöscht. Das ist alles so, wie es ist in der Reihenfolge. Das müsste dann von Atlanta zurück nach Las Vegas oder weiter nach Las Vegas sein. Wo ich das so sehe, muss ich sagen, gefühlt sehe ich jetzt jünger aus, finde ich. Ich finde, du hast dich gar nicht verändert. Wenn du jetzt diese blaue Mütze hättest, bist du das immer noch. Findest du nicht? Ich finde, mein Gesicht wirkt so ein bisschen anders. Nee. Ne? Weißt du, was ich sagen muss? Das muss ich ja bei vielen sagen. Booster Nell, ne? Der sieht überhaupt Booster Nell, der von der... Booster Nell! Ich hab verstanden. Booster Nell! Was ist das denn für eine Ladung-Anzeige? Aber der sieht auch nicht alt aus. Ich find, nein, ist auch so. Der ist die dunkelhäutig, ich will es mal sagen. Ja, voll. Du wirkst immer jung. Aber Sydney sieht deutlich jünger aus, finde ich. Ja, obwohl er schon graue Haare deutlich hat. Die sind geboren wahrscheinlich. Den Haarstatus hatte er auch schon, boah, wenn das 2009 ist, 2002 würde ich sagen, hatte er die Haare auch schon so. Er sieht aber auf jeden Fall jetzt da deutlich jünger aus. Ja, finde ich auch. Aber wenn ich mich so angucke... Du siehst jetzt jünger aus. Ich sehe ein bisschen gesünder aus, würde ich sagen. Ja, klar. Obwohl ich immer noch zu dick bin. Ne? Ja, aber das ist sowieso so eine Sache, da denke ich mir auch, das machst du zu krass, dieses Rauf und Runter. Ja, ich bin krank. Also ich würde sagen, ich würde es einpendeln bei irgendeiner... Ich würde jetzt, so wie es jetzt ist, würde ich es versuchen zu halten. Nee, dann ein bisschen hast du diese Phase. Nein, dann hast du diese Phase, dann gehst du wieder runter und dann geht das wieder rauf. Und beim Raufgehen, aber gehst du mal ein bisschen drüber und dann sagst du wieder, nee, es muss wieder weniger. Und dann gehst du wieder runter und dazwischen ist, glaube ich, das Ideal. Wie an der Börse. Ja, bei mir ist es wirklich, das geht von 2003 an runter, rauf, runter. Also es geht wirklich die ganze Zeit. In Wellen. Aber das ist schon viel. Das war mein meistes Gewicht. Genau, wollte ich sagen. Das ist schon viel. So habe ich dich auch, mehr als so habe ich dich auch nie gesehen. Das ist Vegas, ne? Das ist dieser Strip. Genau. Aber die doofe Seite. Das ist die coole Seite, aber... Genau, das von der Seite ist im Anflug. Ja. Weil die Landebahn ist so...
Das Flughafen. Ist Flughafen. Genau, das ist Cinnabon. Ja, habe ich alles. Du wirst lachen. Ich glaube, ich meine, ich habe ja früher, war eine Digitalkamera schon, weißt du, ich habe ja, ja alles gefühlt. Ich habe ja gefühlt alles fotografiert. Alles, was ich gefunden habe, fotografiert. Allein die Tasche. Das war nicht deine. Das ist Hoffis Tasche. Warum habe ich die um? Haben wir das nicht mehr? Ich habe sowas auch nicht gehabt. Nein. Ich habe ja jetzt auch noch ein dickes Gesicht, Micha. Du siehst die aber happy, nicht mehr. Aber Marco in Amerika, das war schon echt geil, weil das so, für Marco war alles spannend und für Marco war alles neu und Marco hat sich nichts getraut. Ey. Also nichts. Hättest du nicht für Marco Degenhardt bestellt, hätte der Typ 20 Kilo abgenommen. Auf jeden Fall, ich kann mich genau daran erinnern. Der hätte nichts, Marco hat einfach nichts kommuniziert. In Atlanta haben wir zwischengeladen, ihr habt einen Burger gegessen. Und dann gehst du so halt durch den Flughafen und sagst, okay, da ist eine Burgerbude. Und du kennst es ja, du bist in Mallorca, du bist halt irgendwo im Urlaub und dein Deutsch wird irgendwie doch verstanden. Naja, und ich gehe an den Burgerladen, Jean-Pierre bestellt sich was, Sydney bestellt sich vor mir, genau, Sydney hat danach bestellt. Und ich will was sagen und er guckt mich an und ich so, I take the same. Ich habe dann nur noch, genau. Ich habe nur noch rausgehe, I take the same. Ich habe nichts mehr. Hauptsache Nahrung. Ja, mein Selbstbewusstsein ist am Flughafen in Atlanta liegen geblieben. Es scheint doch mal eine Tasche gewesen zu sein. Nein. Meinst du nicht? Nein, ich weiß, das war Hoffis Tasche. Schon geil, so mit, wenn du den, ja. 2009, das war unser Zimmer, das war genau. Ein, wie hieß es, Wins? Encore. Ich kann mich noch an die beiden Betten erinnern, aber ja, da kommen wir später zu. Oh, wow. Das war die das Aussicht. Das ist Win, genau. Genau, das war die Aussicht nach draußen. Für mich war das unfassbar. Für mich immer noch. Für mich, wo ihr mich mitgenommen habt, ich habe die ganze Welt nicht mehr verstanden. Für mich war Las Vegas... Ist aber auch ein krasser Kulturschock. Also wenn man sagt, ich war in Amerika, ich kenne das alles und hier und da. Aber wenn dann zum Beispiel Leute nur in Vegas waren, dann sage ich auch immer, das ist ein schlechtes Beispiel, weil Vegas ist nicht Amerika. Weil Vegas ist so drüber und so übertrieben zu viel, dass man das nicht als Maßstab sehen kann, finde ich. Ich finde, Vegas ist einfach... So eine Sache für sich. Das ist wirklich, also... Selbst für ein Ami ist ja auch Vegas drüber. Die impotenten... Das war... Ah, Chicken, wie hieß das denn? Teriyaki, nee. Ichiban. Ichiban, so hieß das. Das, genau. Und das ist Bourbon Chicken. Ja, richtig. Ich weiß, Marco testet. Aber der Teller war schon voll. Ja, ne? Kein Wunder. Das ist die Fashion Mall in Vegas. Guck mal, Foto vom Essen. Warum nicht? Das war aus diesem Einkaufszentrum raus, genau. Und die Straße. Und die Straße, wie groß das alles gewirkt hat auf mich, ne? Ja. Da sieht's so ein Display zum Beispiel. Das würde es ja in Deutschland, das würde ja in Nachrichten sein, wenn einer so ein Display irgendwo stehen hat. Und das ist ja noch eins der kleinen. Ja. Kein Skateboard bei gehabt. Das waren deine Kaugummis, die du früher schon gegessen hast. Früher, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind's andere. Sind das nicht mehr deine? Jetzt sind das, ich glaube, die hier oben rechts. Die ein bisschen und die. Du warst aber auf jeden Fall scharf drauf, ne? Also ja, Mann, voll. Fahrstuhl? Kann man ja. Gut erkennen. So bist du Originalamerikaner. Ja, hattest du immer auch, glaube ich. Und auch dein Klamottenstil damals, ne? Mit deinen, aber das war, glaube ich, dein Ex-Partner, der dich da so ein bisschen. Ja, Pascal. Hat, ne? Pascal hatte dann immer Ralph Lauren und so, halt alles, was. Ja. Ich kann mich daran erinnern, da habe ich auf jeden Fall, sieht man bestimmt irgendwo noch mal eine Rolex auf dem Arm. Ja. Die Rolex, die liegt voll im Schrank, was will ich damit? Du hast beim Schrauben, glaubst du, sind nur kaputt. Allein, wenn du so ein Jeep da drüber fahren, die sieht aus wie heute hier in einem VW Polo, ne? Ja. Also da wirkt so ein normales Auto gar nicht. Ja, die Straßen, es ist unfassbar groß. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, ich glaube, das war auch schon ganz anders aus. Jetzt. Findest du? Ja, doch, finde ich schon. Ich sehe da auch ungesünder aus. Da gebe ich dir recht. Aber ich finde, du hast so typische, also eine ohne Käppi, jedes Mal, wenn ich dich ohne Käppi sehe, ne? Ja, auf jeden Fall. Also eine Käppi ist so wie ein fest angewachsenes Teil. Ist weißt auch du? So. Ist für mich auch ganz unangenehm ohne Mütze. Also wenn ich das so sehe, würde ich mich selbst auch sagen, hey, der passt, der gehört dahin, weißt du, das kann ja, ich ja. Also da sehe ich mich selber auch. Ich bin mir auch sicher, jeder, der dich angesprochen hat, hat auch gedacht, klar, das ist ein Ami. BMW E46, ne? Ja, E46 M3 mit Hamann Frontlippe. Das war auf jeden Fall vor der Sima, ne? Das ist der Platz. Genau, ich liebe den Platz. Evo 8, ist das richtig? Das ist, weiß man so nicht. Also von der Heckstange, von der Rückleuchte könnte es 8er, 9er sein. Für mich waren das ja Eindrücke. Diese Autos hast du ja 2009 in Deutschland nie so gesehen. Nein. So hast du das nie gesehen. Also Deutschland extrem aufgeholt. Extrem aufgeholt. Ja, heute auf jeden Fall, wenn ich das sehe. Heute siehst du diese Riesenfelgen, diese. Ja. Ich kann mich an ein paar Bilder noch von ihnen erinnern, die wir selber gemacht haben. Ja, also ein Ding ist schon geil. Ist schon geil, auf jeden Fall. Gucke ich sogar wirklich manchmal und suche sowas auch. Aber das ist meine Ahnung nicht so gut. Das weiß ich noch, das war das Auto zurück? Ja. Der war das? Ich bin also gespannt. Nee, der nicht. Ja, was ist denn das? Ist das nicht der V8-Kompressor aus einem... Boah, jetzt kommt's. Hellcat? Nein. Nee, nicht Hellcat.
sagst du es mir? Ford GT. Das ist ein Ford GT-Block. Also es war damals schon ein krasser Umbau, würde ich sagen, ne? Mhm. Weil das ist ja auf jeden Fall eine alte Karosse. Ja, yeah, genau. Mit neuer Technik. Das war das Auto, was ihr, glaube ich, alle zu der Zeit hart gefeiert habt. Also das war... 370, 350, voll. Gab es das schon 370 2009? Das ist ja ein 370er. Ich wüsste nicht mal den Unterschied zu sehen. Hallo. Ich wüsste nicht mal den Unterschied. Jean-Pierre, genau. Oh weia, was für Bilder. Also man hat schon eigenartige Bilder gemacht, ne? Ah, das ist das Shopping-Center. Ja, und da waren wir im Käppi-Laden. Ja, genau. Und das war die schlimmste Situation, vielleicht kommt sie jetzt. Genau, da ist diese Shopping-Mall, das ist so auch außen gewesen. Ja. Wir sind in den Käppi-Laden rein, ein oder zweiter, dritte Tag waren wir da. Du hast dir Caps angeguckt, Sid hat sich Caps angeguckt. Ich gehe rein, voller Selbstbewusstsein, gehe rein. Weiß, das kommt, glaube ich. Und ich stelle mich so in die Ecke, weil ich gemerkt habe, ich kann ja mit keinem sprechen. Und die unterhalten sich da und auf einmal kommt so ein breiterer, dunkelhäutiger auf mich zu und labert in einer Geschwindigkeit und nimmt mich so in den Arm und redet und macht. Und ich stehe so und ich merke so, wie ich am liebsten in den Erdboden versunken werde und habe gedacht, bitte hör auf zu reden. Und dann kam Jean-Pierre schnell angerannt und sagte, Marco, du hast nichts verstanden, ne? Sagte, er erzählte gerade, dass er gestern auf einer Party war, dass er Spaß hatte und du ihn an jemanden erinnerst, der auch da war. Stimmt, und ich erinnere mich noch. Und ich war sogar ein sehr großer Typ. Ja, ja. Und die Amis kennen das so nicht. Ein Amerikaner ist sehr fixiert auf sein eigenes Land und er, für ihn, wenn er jemanden anspricht, kann er zumindest zurückantworten, dass jemand gar nicht Englisch spricht. Ist für die ja schon sehr, sehr ungewohnt. Und dann stehst du ja da und du machst ja dann so. Und du machst ja gar nichts. Und ich glaube, das war für die sehr, sehr schwer. Ich bin nachher rausgegangen, falls ich neu bin. Ich habe draußen gewartet. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin auf Erdboden versunken. Ich glaube, auf dieser Bank habe ich gesessen und ihr wart dann da draußen. Wir waren im Einladen und ich weiß, du hast mir noch gesagt, Marco, mach deine Koffer voll mit Bettwäsche, alte Schuhe. Ach so, ja, das war früher, ja. Pack alles voll, weil du wirst dich da komplett neu einkleiden. Ja. Und es war auch so. Ja. Und weißt du, was krass ist? Ich habe heute immer noch Sachen von da. Ja, ich auch. Das ist, Schuhe zum Beispiel waren damals super geil und billig. Wer auch immer diese Fotos gemacht hat, wer hat mich so oft fotografiert? Du wirst das gewesen sein, ne? Ja, wenn du auf dem Bild bist und kurz danach Hoffi selbe Position. Ja, stimmt, da bin ich ja auch. Da muss ich sein. oder der große Typ. Das übrigens, das Flair von Las Vegas, also ich muss sagen, hat mir echt gut gefallen. Ist das der Käppi-Laden? Mhm. Ja, das ist der, Mann. Litz ist das, heißt der. Ja, da ist es doch. Oh Gott, so ich kann mir noch an die Mütze nehmen. Weiter. Mhm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Aber ich finde, ich sehe da auf jeden Fall deutlich ungesünder aus. Ich sehe komisch aus. Findest du? Total. Da war das. Hoffi sieht aus wie immer, sieht immer gut aus, aber... Bei mir ist das echt schwierig. So, jetzt sind wir wieder aus. Ah, da komme ich wieder. Das ist nicht gut. Wir machen hier weiter. Warte mal zurück. Wo war das denn? Das ist ein Hollister. Ja, hallo. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, aber also die Zimtschnecken, boah, die wir jetzt dann im Museum haben, ja, so viel Arbeit. Das war und die so, kann man zum Mitnehmen? Ja, das war das so viel Arbeit. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil ich es perfekt haben will. Und ich koche ja auch gerne und backe gerne. Und bis das zu dem Punkt gekommen ist, Wahnsinn. Aber wir sind jetzt soweit, also es ist so. Die gibt es ohne Glasur wahrscheinlich ja, auch, ne? Und genau. So. Also gibt es verschiedene, die gab es da ja auch. Genau. Aber ich bin sicher auch irgendwo Bilder von. Ist sogar Cinnabon, da sieht man. Ja, klar. Hast du das auch so mit Verpackung und alles? Ja. Geil. Also kann man mitnehmen. Ja. Das T-Shirt kann ich sehen. Ja, geil. Das war so geil. Aber das habe ich leider. Hätte ich auch gerne. Das, aber auch vom Style war einfach ja, lustig, ne? Da sieht man die Uhr. Allein, wenn ich sehe, meine Arme, wie angesch gespannt das war. Alles, ich glaube. Früher war ja so, für mich war das immer alles so ein Statussymbol. Yeah, ich weiß. Ich habe mir ja nie was daraus gemacht. Ich wollte gerade Leute mich ansprechen. Jumpy, du hast das und das Auto. Du musst dir mal so eine Uhr holen. Und dann ich denke mir, eine Uhr holen. Okay, eine Uhr. Eine Uhr sagt mir die Uhrzeit. Ja. Und wenn ich die Uhrzeit will, wie jeder andere Mensch, dann guckt auf mein Handy und dann habe ich die Uhrzeit. Und dann denke ich mir, jetzt soll ich mir das Ding dran machen. Und ich habe ja einmal von meinem Vater eine Uhr geschenkt bekommen. Und dann bin ich beim 350Z zwischen Block und Rahmen runter. Und dann habe ich mir diese Krone so krass hier reingehauen, dass ich hier so eine Narbe bekommen habe. Ne? Und seitdem habe ich mir gesagt, das funktioniert für mich nicht. Weil ich bin viel zu viel Hektiker, dass ich dann vorher, oh, ich muss meine Uhr abmachen. Sekunde, Entschuldigung. Ach nee, gut, nee, passt. Das mache ich nicht. Ja, ich hab die Uhren auch. Ich bin mit dem Buggy damals über die Uhr drüber gefahren, weil ich so auf Schutzblech gelegt habe, vor zurückgefahren und bin einmal drüber gefahren. Seitdem habe ich gesagt, komm, ich stetze gar nicht mehr beim Schrauben auf. Oder gar nicht. Das ist auch in irgendeinem Laden, ne? Wie das ist das? Im Circus. Krass, dass du das, unfassbar, dass du das so weißt. Da haben wir abends noch Essen geholt, weil alles zu war. Das ist rein, da gibt es nur Süßigkeiten, so wie es aussieht, ne? Das ist Creamery irgendwas. Weiß ich gar nicht, was das ist. Genesis Coupé. Okay. Sieht aus für mich wie eine Baubefehl. Die Räder. Hätte ich gedacht, wäre eine Baubefehl im ersten Moment. Die Räder fand ich damals ziemlich gut. Das war so eine Replikamarke. Aber dieses Replika-Geschäft ist ja auch vollkommen vorbei. Ich bin momentan sehr viel am Rechnen mit neuen Felgen und neuen Felgendesigns und sowas. Ist es der Felgenmarkt. Boah. Krass geworden. Zum Beispiel, früher war das so modern, der Stern, dass das so. Konkav hieß, genau. Mhm. Das sieht schon. Ashanti, ja.
Ja, aber es ist auch, es würdest du auf das Thema auch nicht mehr sehen, sowas jetzt. Aber da sieht man mal, das ist schon brutal. Aber dass das zum Beispiel auch von der Materialbelastung... Dass das nicht so wegknickt. Das knickt weg, wenn du es dementsprechend... Wenn du über Bordstein wahrscheinlich rumpelst oder einen Stein oder ein Schlagloch, auf jeden Fall. Das kann ja nicht funktionieren, die Hebelwirkung ist ja so krass. Boah. Das ist schon krass. Boah, guck dir 405. Mal an. Guck dir mal an, wie viel Felge hinterm Stern ist. Ja, ja. Du hast hinterm Stern so viel Stern und hast vorne so viel. Das ist ja gemacht zum Abbrechen. 405er Reifen, 24 Zoll. Mhm. Hui. Ja, das ist geil. Mopeds habe ich ja gar nichts mehr über, kann ich nichts abgewinnen. Ich muss mich jetzt schon mal gleich entschuldigen, das weiß ich jetzt schon, du wirst gleich verstehen, warum. Wir haben auch keine Nacktbilder, ne? Zwei Bilder habe ich... Zwei Bilder musste ich leider entfernen. Ja? Puh. Hm? Puh. Ach so, okay. Zwei Bilder hast du dann doch entfernt, ja, ist doch super. Ich weiß nicht, wo die ganz am Ende waren, wie das gerade so gesehen haben. Oh, jetzt sind wir warm auf jeden Fall. Das finde ich zum Beispiel irgendwie cool, auch von der Farbdesign. Ja. Warum auch immer die Felge wir fotografiert haben. Kann das vielleicht? Thanks for Sydney und mich, dass wir da geguckt haben wegen neuen Rädern. Nito. War geil. Pelle sieht gut aus, ne? Mega, den gibt es heute immer noch. Gefällt mir gar nicht zum Beispiel? Nein. Das waren so, alles so Versuche, ne? Mhm. Was ist das? Das ist, diese Marke, diesen Kitkas, und die Marke heißt Five... GTM steht da hinten drauf. Ja, das heißt Factory Five. Factory Five. Factory Five steht auch da. Warst du zumindest mal auf Hälfte richtig. Wenn du nie gesehen hast, war aber was Besonderes oder ist was Besonderes? Kostet ganz wenig. Echt? Also wenn ich das jetzt sage, werden alle googeln wahrscheinlich. Das kostet, glaube ich, $35,000, also 28.000 Euro irgendwas. Finde ich cool, so ein Ding. Also ich weiß nicht. Warst du auf einer bestellten Party gestern oder warum hast du Glitter im Gesicht? Ja. Aber volles Pfund. Wir haben ja alle vorm Stehen. Dein ganzes Gesicht glitzert so. Ich denke mir so, bist du eine Drag Queen nebenbei? Ja, oder ist irgendwas, habe ich was verpasst? Irgendwas habe ich hier gesagt. Nee, du glitzerst wie so eine Kugel. Ja, guck mal, ich packe mir ins Gesicht die ganze Zeit. Ja, und jetzt immer mehr. Zehner Evo? Finde ich geil. Super schönes. Also erinnert so ein bisschen, hat so ein Straßen, ist so wie ein Straßenhaupt. Findest du nicht? Mm-mm, weil den gab es auch nicht handgeschaltet und so, das war nicht so mein Ding. Ja gut, das ist. Boah. Was, das ist eine. Ist das sowas wie diese, wie bei nur 60 Sekunden, diese Eleanor? Nein. Das ist ein Camaro, müsste das sein. Aber das finde ich schon sehr, sehr, sehr geil. Boah, ich vermisse Timo schon, wenn ich das so sehe. Wann war es das letzte Mal? Ja, jedes Mal, nur jetzt dieses Jahr nicht. Also letztes Jahr nicht, weil es nicht ging. Und ich glaube auch, dass es. Ist das denn Jahr immer noch so? Cooler. Ja, nein, das ist falsch. Es ist für mich angenehmer, cooler geworden, aber die Messe hat an Variation verloren, weil da auch der Markt strauchelt so ein bisschen. So, jetzt, wie gesagt, jetzt entschuldige ich mich für manche Bilder, wir zeigen halt alle. Du kannst dir vorstellen, was wir auch gerne mal fotografiert haben. Ach so, ich erinnere mich. Ja, aber komm, vielleicht. Das war krass. Das war wie ein Förderband, ne? Das war echt krass. Das war ein. Das weiß ich nicht mehr, aber das war echt krass. Ich weiß gar nicht, wie man das aufgezogen hat. Nee, das kann man auch, glaube ich, gar nicht aufgezogen. Das wird zusammen hergestellt. Kann ich nicht lesen. Kamera zu schlecht. Ja, aber das war echt krass. Das ist 370? Nee, das ist ein GTR, ne? Oh. Ja, Mann, GTR ist es. Ich weiß, auch nicht. Ja, das ist aber auch krass in Vegas. Wir haben fokussiert natürlich auf den Lambo. Der ist ja auch scharf, der Lambo. Ja. Der Lambo halt besonders scharf. Gallardo oder schwarzhaarig, ne? Gallardo oder schwarzhaarig. Das muss ja Lambo. Mhm. Riesenbremse, glaube ich. Aber wie hässlich die Felgen so sind und dass man das fotografiert hat, ne? Ja, aber ich glaube, damals war echt, also zumindest da war es so ziemlich, heute noch geil, ne? Ja. Muss ich auch sagen, muss ich immer wieder sagen, wenn ich ein Auto sehe, eigentlich finde ich es überflüssig. Ist es auch, ich habe ja auch einen gehabt und habe das auch verkauft. Ein bisschen vermisst man das, aber man weiß nicht warum. Es ist, glaube ich, einfach ein gefälliges, schönes Auto, aber Sinn. Aber mir hatten zum Beispiel viele jetzt gesagt, dass das Auto, es sieht riesig aus, wenn ich reinsetze, denkst du, wir sind im Golf 1. Wir sitzen aufeinander. Also zwei dicke Typen in der G-Klasse, das kann nicht angenehm sein. Krass, das wirkt anders, ne? Weil der G-Klasse, finde ich, sieht nach außen, ich finde irgendwie cool, weil es halt alt ist, voll, aber neu getrimmt. Also Felgen, finde ich, gehen ein bisschen unter, aber voll, zu klein, ne? Ja, also wenn ich das jetzt so sehe, ist Deutschland, also die erste, was sage ich ja so oft, die erste Motorshow ist schon echt eine Ansage. Auf jeden Fall. Also da brauchen wir uns nicht verstecken bei niemandem. Die Autoqualität, die Menge auch mittlerweile, das ist echt gut, weil wenn man das so sieht, okay, es ist 2009, aber das ist halt auch echt scheiße. Ne? Roter Streifen, kann ich dran erinnern. Mhm. Das war früher so Felgendesigns. Mhm. Das ist zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, die Felge finde ich ganz geil. Sie erinnert mich so ein bisschen an Small Felge von früher. Die finde ich ganz geil. Hat so ein bisschen was von Mini, genau. Mini und Small Felgen, nur mit stufigem Tiefbett. Wie hieß denn die du hattest? Revolution.
Mit der England-Fahne auf dem Deckel. Diese fünf Speiche. Modern Line. Modern Line. Modern Line ist das. Das war geil. Habe ich auch im Golf gefahren. Mhm. Auf dem Grauen, ne? Mhm, richtig. Wenn Micha mal eben gucken möchte, muss das ist ein silberner Golf, wo ich am Auto angelehnt stehe. Guck mal, da vorne liegt es doch. Ich weiß nicht, ob man die Felgen sieht. Das ist die Modern Line gewesen. Mhm. Ja, aus der Zeit kenne ich dich. Ja. Das ist schon krass, ne? Ich kann mich an bei dir auch so viel erinnern. Hier gibt es kein Auto. Nee, aber das ist eine schöne Felge da hinten. 370. Ah, fuck me. Wieder ein GTR. Ja, Mann. Sieht aus, cool. Das sieht aus wie, erinnert mich so ein bisschen an... Grafik. Ja. Ja, das... Ghostbusters-Auto. Ist nee, das nicht, aber schon riesig. Motor, V8 Sauger. Da habe ich ja auch kein Problem, dass die einfach... Die Radhäuser ja, weg und das, komplett die wegmachen, lassen ne? Es da rein. GTR, yes. Ja, ich wollte gerade sagen, das steht zum Glück drauf. Aber Felge... Passt nicht zu so einem Auto. Nee, finde ich auch. Das ist aber das, was ich meine, wo der Stern, ich glaube, das ist ein Edelstahl-Außenbett, wo der Stern so draufgesetzt wurde. Ne? In diesem Flachbett, also dreiteilig. Ja. Und da zeigst du halt als Hersteller, wie gut du deine technische Zeichnung machst, weil der Stern ist da sehr, sehr passend drin. Und bei manchen Herstellern ist da dieser Spalt sehr groß, ne, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das sitzt schon knack und back, muss ich echt sagen. Das auch. Firma BMW erkenne ich gut. Bentley? Wüsst du aber nicht was? Das ist ein Continental GT. Aber hässliches Auto, Lecco, Fanny. Hätte denn die Bilder gemacht, Marco? Das war deine Kamera. Ja, ich. Toyota Yaris. Das weiß ich zufällig. Das weiß ich auch. Schön bunt. Automator, das ist ganz klar. Cool, aber, krass, aber das gerade, wo das raus ist. Ja, heute hat das jeder, weißt du so. Ja, Mann. Und da war das so, auf dem echt Handy krass, die Daten. Ne? Kannst ja. Auf dem Handy die Daten sehen. Ja, das war, na gut, 2009. Guck dir mal den Klopper an am Telefon. Das kenne ich sogar auch. Das ist geil. Cool eigentlich, ist immer ne? Noch geil, ja. Ja. Aber so eine Deutschlandfahne, ich würde nie mit einer Deutschlandfahne durch die Gegend fahren, muss ich sagen. Aber, aber die Deutschen wollten halt auf dem Markt da wahrscheinlich auch mal zeigen. Hallo, hier sind wir. Geil. Na, das sieht wirklich cool aus, ne? So mit Farben. Ja, ja. Ich fand das zum Beispiel immer geil. Ken Block Design, ja, hat mir ist, immer gut gefallen. Ist immer gut. Also das muss man wirklich sagen, das kann man verurteilen, wie man will, aber es ist immer ich gut gemacht. Ich fand das früher geil. Habe ich mir ein T-Shirt geholt. Mhm. Worum es hier geht, weiß ich nicht genau. Die hat keine Schuhe an. Nee, aber das ist hier ein 370Z, ist das. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Gab es nicht auch Bilder, wo du... Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Könnte sein, dass sie kommen. Sammelkurschläuche kennen wir alle. Mhm. Das ist ein... Ja. Das ist ein Camaro. Aber guck mal, also jetzt bin ich der Einzige. Nee. Ich muss dazu sagen, diese Frauenbilder hat ausschließlich eine Person gemacht in diesem Urlaub. Ja, mal gucken, ob man mich gleich sieht. Also das ist ja speziell so fotografiert. Ah, ich erinnere mich an was. Was denn? Wie du dich verknallt hast in die Alte von einem Differentialhersteller. Differentialhersteller? Doch, du warst volle Möhre verknallt in diese Alte von diesem lilanen Stand. Da muss ich jedes Mal dran denken, weil der Stand ist an derselben Stelle. Jedes Mal erzähle ich mir innerlich die Geschichte, wie Marco Degen hat sich in die Alte verknallt an dem Stand. Nee, mach weiter. Datensleeve? Ja, das erkenne ich auch. Mhm. Das war für einen Volvo, das kann ich lesen. Warte mal, aber wenn die für einen Volvo ist, dann passt die auch für dein. Für den Ford. Da passen die. Stimmt, das ist ja ein Volvo-Motor. Ja, weil die haben ja diese Brüche. Cooles Thema eigentlich, dieses Blockmod-Thema. Kanntest du dieses Blockmod? Hast du das schon mal gesehen? Mm-mm. So Plättchen, die man einfach zwischen den Zylindern steckt. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Da habe ich mich gefragt, was bringt das? Habe ich gemacht, aber ob es das jetzt was bringt. Aber das ist halt die alternativ beste Version, ne? Dass da direkt das Problem ist nur bei diesen Datensleeve, das habe ich ja damals auch gemacht bei den bei dem 350Z. Diese Ringe und das Einsetzen und die Passgenauigkeit und die Abstufung, wenn du hier unten guckst. Die sehen heute ja gar nicht mehr so aus. Es gibt immer noch auf jeden Fall solche, die okay. diese Stufung haben. Und das halt so genau fräst, dass das alles ineinander sitzt. Und nicht runterrutscht. Exakt, weil du kannst es machen, dass du es reinkriegst auf jeden Fall, indem alle unten ein bisschen zu tief gefräst sind. Aber das macht ja nur Sinn, wenn die ganzen Etagen auch wirklich sitzen. Und das... Ich habe heute, wir haben mal einen Fünfzylinder-Block gebüxt und da ist ja nur noch eine Kante, wo du drauf sitzt. Eine. Das ist okay. Weil das kann ich mir, weil das sieht schon kompliziert auch aus, mhm. Ne? Ach hier. Ah, Zeitronics. Zeitronics, das habe ich mir extra... Das haben wir beide noch gehabt. Richtig. Und beide wieder weggeschmissen. Nein, im Auto. Noch? Klar, ist immer Audi 80. Hast du noch drin? Ja, natürlich. Und wegen Display kaputt und so. Verwackelt. Super. Wahrscheinlich, weil die Frau mehr ist immer verwackelt, weil du so nervös geworden bist wahrscheinlich. Und du wolltest das immer so machen. Ich wollte das so unauffällig machen, ja. Dass keiner sieht. Hallo. Hallo. I'm from the Hermit. Geh mal zurück. Geil aus, ne? Weiß aber nicht, was für ein Motor es ist. Oh, Biturbo auf jeden Fall. Motor sitzt vorne. Sechszylinder. Ist das ein GTR-Motor? Oder ist das ein Mustang? Dann hätte der die Kettenversteller hier vorne. Das könnte ein V6 Mustang sein. Sieht auf jeden Fall wild aus, ne? Fand ich irgendwie, von der Verpackung her fand ich es geil. Da hast du mir gesagt, das war, glaube ich, Schrott, wenn mich alles täuscht. Mhm, das ist so ein China-Typ. Das war in unserem Hotel, wenn mich alles täuscht. Mhm.
Oh, da das ist ein, Marco. Ja, da ist einer aus so einem Schuhladen rausgerannt, Manono Blahniks. Die hat geschrien. Das weiß er, was ist der GTR? Das gibt's nicht. Der erkennt kein GTR, aber Manono Blahnik weiß er. Rote Schuhsohle, weiß ich auch. Hey, sind Pumps, da kann ich mich, weißt du, da war mal so ein kleiner Fehler. Warum Frieden bist du so rot? Das ist hier warm drin. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist auch ein Klo, ne? Mhm. Da sieht man mit Hand in der Tasche, wer fotografiert hat. Geiles Bild, fand ich, haben wir damals gemacht. Das fand ich sah, schon, hat so ein bisschen, wie sagt man, Tiefe gehabt. Das sind Beine. X-Beine. Mit das fand ich so geil. Das Auto steht immer noch manchmal vor Sima. Diese Ansaugbrücke kickt mich zu Tode. Das ist ja aus dem Vollen gefräst und dann immer wieder verschraubt. Also finde ich ultra sieht geil. Sieht auch geil aus, wenn die Löcher wie sind. Mega. Ich mag das auch, wenn das schwarz gepulvert ist. Muss mega. Ich ganz ehrlich sagen. Sieht super immer, Motorraum. Ja. Finde ich mega. Aha, zum Glück ist das immer alles, das war... Zum Glück sind wir immer verwackelt. Ah, da hat er mal Mühe. Turbolader natürlich. Ja, Mühe nochmal gegeben. Das ist eindeutig, ja. Gerade, ich hätte noch Turbolader gesagt, jetzt hat es aufgehört mit dem Turbolader. Mhm. Ich glaube, ich wollte die Tüte fotografieren, deswegen wollte ich näher ran. Mhm. Jetzt kannst du dir überlegen, was gut hat. Ich wollte das schwarze Loch gucken. Hast du selbst gemerkt, ne? Ja, ja. Auf dem zweiten. Ja, das Profil. Du siehst ja nicht, was wir sehen. Ich, bei dem Bild zu sagen, ich wollte ein schwarze Loch gucken. Oh, ich bitte nicht. Ich Profil von der Abgasschaufel wollte ich haben. Wow, Marco. Da hast du aber ein Lachen drin. Das fandst du aber gut. Du wolltest dieses schwarze Loch aber auf jeden Fall entdecken. Ja, jetzt habe ich gar keine Ausrede mehr. Hier war noch. Nee, jetzt geht's raus. Hier siehst du ein Cutback. Also das ist ein bisschen. Aber ich konnte mich wieder retten. Oh, guck mal, Hoffi hat sich auch angestellt. Da hast du gedacht, mit der Dame möchte ich mich gerne mal unterhalten. Oh, jetzt ist übel. Wollen wir mal zurück? Krasse Ansage, ne? Ui, hab ich gar nicht gesehen. Nee, weil du wieder abgelenkt warst. Ja. Ich mach mal hier weiter. Ja, mach du mal. So, also. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe von dem Stand, wo du dich verknallt hast in die Alte. Ja, kannst du nur noch schlimmer werden. Das haben die schon drauf, ne? Das siehst du in Deutschland ja nicht. Wirklich toll gemachte Motorräume. Aber wir Deutschen machen die Motorräume einfach. Gibt es in Amerika TÜV? Nein, ne? Nein. Ja, deswegen gibt's. Ja, aber Motorraum machen kannst du trotzdem, auch ohne TÜV. Ja, Show and Shine, aber nicht mehr fahren. Es ist dann auch viel Geld für rumsitzen. Eieiei. Warum hast du mich so oft fotografiert? Ich hab das genossen, wie. Du hast auf jeden Fall. Jetzt hast du auf jeden Fall ganz klar die Fotos. Ja, also alles, was jetzt kommt, bist du für die Fotos zuständig. Ja, das habe ich gemacht. Marco neidisch hier denkt sich, oh, der hat bestimmt schnell was gegessen. Und ich nicht. Und ich hab so Hunger. Mini? Ui, das aber R53? Das hat scheint aber auch ordentlich Qualm. Mhm. Wenn es denn fährt. Wenn es denn fährt, genau. Hast du das fotografiert? Nee. Ist nicht. Oh, ich glaube, die fand ich gut. Ich glaube, das ist die ich. Ist gut. Das die? Ja, ich glaube, die hat mir gut gefallen. Hayabusa? Nee, oder? Kawasaki. Auf jeden Fall Turbo. Ja. Das würde ich ja gerne mal fahren, sowas, ne? Könntest du mich mit jagen? Also Motorräder habe ich Respekt vor. Kann aber man fahren würde ich es gerne mal. Geradeaus. Mhm. Mhm. Ja, das kannst du ja in die Kurve fahren, glaube ich. Das war die Pumpen. Genau, das waren die Lüfter, die unter Wasser liefen. Mhm. Erklären wir das Bild nochmal. Die skeptischen Blicke, wie ich beobachtet werde, was ich fotografiere. Hast du gedacht, falls es zum Rechtsstreit kommt? Ich hoffe, dass ich jetzt im zweiten Bild zu erkennen bin, dass du es fotografiert hast. Ich hab nicht einmal in meinem Leben so ein Bild gemacht. Da kommen, ich glaube, noch ein paar schlimmere. Ja? Ja, ich bin aus Versehen mal. Du hast das Fotoapparat wieder in der Hand? Ja. Tut das super? Ja, guck dir den Lader an. Ich habe da, glaube ich, mein Handy nachher neben gehalten, um das mal. Ist schon ein Monster, das oder? Das ist krass. Das kann aber nicht. Also, das kriegt man heute besser gebaut. So groß muss kein Lader mehr sein auf so einem Motor. Aber sah männlich aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, wer hat sich gefreut? Ja. Wer hat sich gefreut? Da siehst du es. Überleg mal, meine Hirse ist ja schon riesig und das Ding ist schon. Das ist 55, glaube ich. Ne, 47. 47, 08, ja. Das krass, Handy ne? dagegen. Jetzt muss man dazu sagen, zwei zurück. Was muss man dazu sagen? Hoffmann hat das vielleicht vorher gemacht. Das kann sein. Ist auch sein, nicht so mein Stil. Ist auch sein Style. Ja. Das könnte passieren, ja. Weil die Schuhe waren damals auf jeden Fall zu flach. Mhm. Aber man erkennt ihre Unterhose sehr gut. Okay. Du reibst sie wieder Glitzer durchs Gesicht. Wie kriegen wir die YouTube-Bannung raus? Monetarisierung. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das?
machen wir das am besten. Oh, F430. Der wäre heute immer noch geil. Ich würde so gerne meinen alten Ferrari fahren. So einen mit dieser Schaltung, wo, was ist das, F40? Habe ich doch jetzt. 355 ist ja mit offener Schaltung. Aber da wurde die klack, klack, wo du ja, in diese Linien rein musst. Das rasselt auch und klappert ganz toll. Genau, weil du kannst da nicht schnell schalten, weil doch, du musst. Voll. Echt? Ja, ja, voll. Oh, das war. Hallo. Hallo. Was mache ich da? Die kratzt es wohl oder die juckt es. Da juckt es mich, ne? Ich würde dich auch sagen. Was ist das Ford, ne? Das ist ein Cobra-Jet. Das ist ein Cobra-Jet. Was ist das, 140 mm? Ja, pass auf. Das konnte man vom Werk aus kaufen. Cobra-Jets fuhren 9,9. Konntest du aus dem Laden bestellen. Boah, zwei Kompressoren. Aber das ist aber typisch Ami, ne? Das krasseste, ich weiß nicht, ob ich es fotografiert habe, Turbolader hinten am Endrohr. Ja. Ja, ja, ja. Das kommt immer mehr und das funktioniert doch. Du siehst so eine riesenlange Ölleitung, die hinten zum Turbo geht. Richtig. Und Abgas geht ja eh dahin, meistens. Ja. Aber Ladeluft nach vorne, das ist kein Problem. Das funktioniert. Aber was uns auffällt, BMW E46 M3. 2009 schon geil gefunden. Mhm. Ne? Guck mal, du hast ja heute eigene, wo du immer wieder von schwärmst. Ich bin die ganze Woche immer gefahren. Ja, habe ich gesehen. Du schwärmst ja immer noch davon. Guck mal, 2009 schon von geschwärmt. Ne? Also, ist so. Also, ist einfach ein cooles Auto. Muss ich auch zu E46. Also alles, was Hammer, mir bei dem Ding ja nicht gefällt, der Sound. Ich weiß nicht, wie deiner. Meiner ist okay. Also dieses Blechdosenklingen ist. Du musst große Dämpfer fahren und musst akzeptieren, dass das Auto nicht wirklich lauter wird, nur die Klangart sich ändert. Dann ist es okay. Wenn du laut willst, dann kannst du es nicht verhindern. Dann ist das immer scheiße. E-Klasse? So, die Interesse an Autos ging dann auch verloren über die Zeit bei dir, ne? So, das ist ja, ja schon, ist ja, schon ist, irgendein ist, die oder so. Die Lautsprechergitter waren total. Lautsprechergitter immer noch. Mhm. Aber ich glaube, die hatte keinen Schlüpfer an. Da haben wir zurückgemacht. Uiuiui. Da könnte ich mich aber auch gut neben vorstellen. Wie nennt man denn dieses Video in der Beschreibung? Also, ich würde das Thema Frauen, für die Frauen, die das jetzt hier sehen, würde ich das auf jeden Fall als Warnhinweis schon mal reinmachen. Dass das in gewisse Richtung gehen kann. Ich habe mich total in gute Sachen verändert. Wir sind beide ruhig geworden. Wir gucken nach sowas heute nicht mehr. Drehst du für mich jetzt auch? Boah, krass. Kennst du noch das blaue Ventil? Diese alten China-Dinger? Ich fahre die ja leider immer noch. Das Ding? Ja, diesen Drehteil oben? Ja. Das funktioniert nicht mehr. Ey. Kolben ist kacke. Ey. Was ist das? Das war diese Kamera. Was noch? Wo man? Du guckst auf meine Uhr. Was hab ich denn für Schuhe? Oh nein, was das nächste Bild? Bitte nicht. Also es ist schon manchmal bitter peinlich, was da so ist. Ich sag ja, du, wie du schon sagst, ich habe so das Gefühl, mit den Tagen hat das Interesse verloren. Warum haben wir solche Bilder gemacht? Ja, wir wollten, dass wir da an das Thema. Das jetzt kommen die Bilder, die ihr wahrscheinlich alle sehen wollt. Und die. Jetzt bin ich gespannt, ich erinnere mich jetzt gerade. Das ist am Hotel. Ja, das weiß ich schon. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir. Dass ich mir eine Blase gelaufen habe wahrscheinlich. Mhm. Frühstück. Du hast mir zum Beispiel gesagt, Marco, nicht, dass du dich ärgerst, also es kommen gleich auch so Bildern, ich schlafe immer nackt. Ja, das stimmt. Und da war ich, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich mit Hoffi in einem Bett quasi gelegt, weil mit dem Nacktschlafen, das war mir wohl nicht so geheuer. Was ist los? Es gibt ja dann noch eine zweite Geschichte, die hatten wir ja schon mal angeschnitten, wo du baden warst und an der Wasseroberfläche in der Stange geschwommen bist. Ja, wir machen mal weiter. Uiuiui. Die Couch erinnert mich fast an diese hier. Könnte fast die gleiche sein. Guck mal, hatte der Cremo noch richtig Muckis hier. Guck mal. Ist das das Hotelzimmer? Nee, das ist die Flur, ne? Flur. Weddings? Ja, genau. Eieiei. Weißt du noch, was wir dann gemacht haben, den Tag? Wir haben uns ein Auto geliehen. Weißt du, was für eins? Nee, Mustang? Niemals kommst du darauf. Du hast noch einen Versuch? Ah, doch, klar, das Cabrio. Ey, gut, Beetle 5-Zylinder. Ja, 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 ja. 170 PS, Beetle 5-Zylinder Cabrio in so einem schönen Schlüpferblau. Ja, da habe ich Bilder von mir gemacht. Ja. Ja, im Selfie-Modus, ja. Geil. Evo und Alpha auf der Straße. Das war die Billigmesse. Richtig, das war das. Wo die Bosch-Teilenummer nachmachen auf dem... 8 Euro oder was die Düse gekostet hätte. Haben wir sogar extra verpackt. Ja, mit Teilenummer, ja. Also hier, ne Bosch, wenn du verklagen wollt, das waren die Jungs. Ja, genau. 5-Star-Logo. Ah, geil. Und guck mal, ich habe, wo du ein paar Videos gemacht hast, wo du Frage am... Oh, ist eine Blase gelaufen. Lecker. Oh, Marco, mein Fuß. Wir waren doch am Pool, aber nur hergelaufen, wollte ich gerade sagen. Wir waren niemals schwimmen. Ah, Mietwagen? Ja, jetzt kommt er wieder. Und da steht er. Ja, da war ich voll krank.
Wir sind sogar nachher mal irgendwo in zu so einem... von dem Comedy-Film. Nee, richtig, zu diesem Wedding, ja, zu dieser Durchfahrt, ja, da Durchfahrt, da ist es da. Und dann wollten wir in so, ich wollte mal in so Gegenden, wo kein Tourismus ist, haben wir gesagt, wollten wir mal hinfahren. Ich glaube, da sind wir dann nachher auch hingefahren. Da waren wir auf dem Dragstrip, auch geil, der fuhr einfach so da rum, ne? Autohändler haben mich ja damals so begeistert. Das war auf dem Dragstrip. Mhm. Das war laut. Da haben wir noch die Leute kennengelernt. Kannst du dich daran erinnern? Die Auto, da haben wir, glaube ich, auch fotografiert. Mit der Kupferdichtung. Ja, die das erzählt haben, dass die ihre Dichtung aus den Schnellspannern, ne? Ja, richtig. Und die, super gern geholfen. Da habe ich mich zum Beispiel geärgert. Ich habe es verstanden, aber konnte nicht so mitreden, wie ich mir das habe vorgestellt. Das ist schon geil. Wenn, einfach so, ich glaube, das war jeden Tag da, ne, so gefühlt. Das war echt cool. Das kriegen wir in Deutschland einfach nicht hin. Wir haben das auch alles cool so nebenbei gemacht. Das war, also würde ich sagen, ich glaube, wir waren 10 Tage da oder 8 Tage. Ja, mega. Also das werde ich nie vergessen. Ich habe mich so gefreut, wo ich diese Bilder wieder gefunden habe. Mega. Also wirklich. Das in Erinnerung nimmt ja auch keiner. Nee, das stimmt. Und ich kann mich an so viele Sachen erinnern, die wir auf jeden Fall nicht vor einer Kamera erzählen können. Warum erwähnst du das immer? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Nicht? Nein. Hast du dich doch geändert? Nein. Das war krass, das Teil. War das nicht... Das war das Teil. Wo der Ladeluftkühler im Innenraum ist, ne? Das ist war ja das Teil. Genau, das ist das, was wir nachher gesehen haben, wo wir uns zusammen angeguckt haben. Wo die auch mit uns so da haben. Die haben jetzt das Häubchen nachher abgemacht. Mhm, da. Boah. Krass, ne? Die waren super, die haben richtig erzählt. Da weiß ich, habt ihr viel drüber gesprochen. Jo, stimmt. Der hat auch erzählt, wie viel Einspritzdüsen und so und all sowas. Wie viel Spritmenge da durchgeht. Brutal, ne? Das ist krass. Das ist echt krass. Aber ohne so eine Strecke brauchst du das ja nicht bauen hier. Nee, ist ja nichts. Okay. Das war der Supra. Das war der Supra-Motor. Der einzige Typ, der mit dem Supra-Motor das, diese Veranstaltung da fährt. Das haben wir nämlich noch gehört, wo wir saßen. Wo ich dann dachte, klingt wie Supra, ja. Der hatte 35 oder 36 Einspritzdüsen. Also der hatte doppelte Leiste, also 12. Ja. Dann hatte der über die Ansaugwege überall noch verteilt einzelne Düsen sitzen. Habe ich sogar alles hier mal versucht, in Detail natürlich damals auch zu fotografieren. Brutal. Und dann hat er noch gezeigt, die Kiste, die einfach im Container liegt als Ersatzmotor. Ja. Die er nie benutzt hat. Man sieht deine Freude, ne? Also man sieht es wirklich. Ja, mega. Also das war echt... Cool, das ist so geil. Du setzt dich zu Leuten, die wir nie vorher gesehen haben. Du kannst dich da einfach zu den anderen Transporter sitzen. Ja. Das könntest du dir hier fast A gar nicht vorstellen und B, wo gibt es das hier? Der würde dich sofort wegjagen. Ja. Nee, das Ding hat mich echt gekickt. Und war auch echt beeindruckend, was so ein Motor dann doch kann. Ich meine, Alkohol, ne? Wenn du Alkohol fährst, ist halt die Welt schon mal noch ans andere, aber... Da hat er danach, die haben nachher den Motor. Ich glaube, die haben den Motor zerlegt, aber was haben die nochmal genommen? Ja, wie vom Kompressor. Na, der reißt nicht so schnell. Da sind sie. Genau, das ist diese Kopfdichtung, die ja dann nur ein oder zwei Rennen oder so... Ja, hat er gesagt. Mega, guck dir das mal an. Ja, das sind ein paar Brecher. Und dann wieder zurück. Da ist das T-Shirt. Dieses T-Shirt haben wir uns alle geholt. Ich habe das auch noch. Das war morgens bei McDonald's frühstücken, weiß ich noch ganz genau. Da habe ich mir die Birne am Auspuff verbrannt, das weiß ich noch. Und dann hing auch ein Stück Jean-Pierre am Auspuff dran. Frühstücken bei McDonald's, das weiß ich ganz genau. Da sind wir dann in so Nebenstädten gefahren. Was habe ich denn da gemacht? Ich fand den Beetle gut. Der steht da einfach so im Ferrari, weißt du? Zum Mieten, ja. Was denn? Hallo! Ah, da kommt der Landeplatz aber auch schon langsam durch, ne? Das war scheinbar unsere Zimmernummer. Scheint sehr begehrt gewesen zu sein, die Zimmernummer. Oh. Ich glaube, das war's. Das war's. Das Bild ist auch nicht von uns gemacht, glaube ich, das letzte. Das ist zu gut. Ich mache das hier mal einmal zu. Und das ist wirklich, da sind nur 15 oder 20 Schnellbilder. Ich skippe da einmal durch. Kannst du dich noch an das Sommerfest erinnern? Volles Rohr. Ich weiß noch genau, was du nachher gemacht hast. Wir mussten nachher alle Bänke wegstellen. Weißt du noch, was wir machen mussten? Ja, immer. Immer? Ja, aber ist ja so. Also das war ja, früher war ich auch ein ganz anderer Typ. So vom Durchdreh. Ich glaube, das ist immer noch in dir. Ja, ist schon. Aber auch, ich bin auch sehr eingeschüchtert, muss ich sagen. Also früher war ich schon deutlich, ja, verrückter. Kennst du die ganzen alten Gesichter? Andreas, der sieht ja heute die Hälfte. Anderer Mensch. Aber cool, da habt ihr früher zu aufgerufen und dann, guck mal, was da los ist. Da standen die ja bis draußen, ne? Da ist die Halle noch leer, ne? Das war auch, muss relativ Anfang gewesen sein, ne? Ja. Cool, da bin ich mit dem Auto ganz mal über die Straße gefahren. Mit dem Audi 80 einfach gefahren, als ob's nichts Besonderes ist. Hab ich gestern noch drüber gesprochen, weil wir den R34 GTR so ein bisschen humaner bauen wollen jetzt. Traust dich heutzutage gar nichts mehr. Ich bin damit gefahren letztens, eine rote Nummer, und hab mir auch gedacht, das war ja früher vollkommen okay. Ne? Früher war das okay. Ja, das stimmt. Oh, meine andere Räder hast du dann nachher noch. Ja, ich hatte nachher 22 Zoll drauf. Der war geil. Mit dem Auto, weiß ich, bist du mit mir bei Wasted Airport sind wir zusammen gefahren. Habe ich auch noch ein Video. Gibt sogar YouTube-Videos drüber, wo wir gegen den Audi 80 gegen den fahren. Ja. Oh, shit.
Warte. Das Ding geht ab. Der war geil. Ja, und mit dem Auto hast du mal ein Lader gesprengt. Werde ich nie vergessen. Andreas, sein Kadett. Und dem bin ich quergefahren mit dem Kadett. Ja, genau. Wir werden es gleich sehen. Da war noch nicht der GT40 drauf. Richtig, genau. Das kannst du dich noch alle an die erinnern. Ja, natürlich. Kann ich auch nicht. Ja, die haben mal eine Folge PS-Profis gedreht auch. Wann ist das denn? Das muss 2008 oder 2007 gewesen sein. Mhm. Das muss auf jeden Fall länger her gewesen sein. Ich meine, mein A8 mit den Originalrädern hatte ich 2007. Krass. Wahnsinn. Boah, Carsten. Schwensen. Das ist Rheinbach, glaube ich. Nee. Aber wie viele Leute da damals schon so gekommen sind, ne? Pedro. Oh, weißt du noch von wem? Ja, von L, ne? Ja. Krass. Boah, meine Haare. Alter Verwalter. Du musst diesen Asterix, diese Asterix-Figur raussuchen. Oh, weia. Aber passende Haare zum Shirt, ne? Ja, ich habe stylisch halt, ne? Mhm. Da gab es aber schon PS. Ja, natürlich. Ja, klar. Kannst du dich an ihn noch erinnern? Oh, haben wir gelacht einmal aus. Aber haben wir echt gelacht. Man sieht so richtig, das war so ein Fest, wo sich aber irgendwie alle doch irgendwie kannten. Das war wie so natürlich. So. Für mich das krass zu sehen. Ich wäre ja heute nicht mehr in der Lage. Genau. Wenn wir sagen, wir treffen uns mit Freunden. Wir können es gar nicht so verheimlichen, es würde nicht gehen mehr, es würde nicht mehr funktionieren. Und da habe ich mich auch verändert, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin ja viel scheuer und ganz anders als Typ. Wenn ich jetzt so sehe, dass ich da einfach so stehe und so mein Eis esse und so, im Hintergrund habe ich gesehen, stehe ich so mit Leuten und quatsche so zu dritt. Ja. Zu dritt. Ich hab mich erschrocken, wo ich sagen muss, wo ich mich wirklich erschrocken habe, war Essen Motorshow 2017 oder 2018. Mhm. Wie die Leute, wo wir beide wirklich über irgendwas Technisches, also über was arbeiten, über was reden, die Leute sich dazwischen drängen und dich auf einmal in Beschlag nehmen und du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Nein. Du kommst nicht mehr aus der Nummer raus. Und ich denke mir so. Vor ein paar Tagen habe ich noch eine Freundin getroffen, die arbeitet auch in der Szene so. Und die hat mir erzählt, wie Leute über mich reden aus der Szene. Das war so schlimm, aber ich muss halt auch lernen, dass Leute einfach nicht vom Horizont so weit sind, das zu verstehen. Die haben halt dann bemängelt und dann war ich auf der Messe und dann frage ich nach einem Bild, der hat kein Bild gemacht. Und dann bin ich für die Leute halt unten durch, weil ich nicht gemacht habe, aber nicht die Situation zu verstehen, aber dann trotzdem diese Information rauszutragen und schlechte Musik zu machen für mich, das ist so verletzend, weil ich möchte das ja nicht, aber wie du ja siehst, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und mache ein Bild, ist hier die Hölle los. Ich kann das jetzt gerade nicht tun. Und das... Nein. Ja, man kann es halt nicht dem recht machen. Und in dem Falle, wenn du einen wichtigen Termin hast und da kommt einer und der sagt, ich komme jetzt extra aus der Schweiz hierher und du fährst und ich sage, ich habe einen Anwaltstermin, soll ich ihn jetzt sausen lassen? Alles, ich bin auch, also ich kann... Genau, und bei mir ist es so, und es ist wirklich so, zum Beispiel, ich bin jetzt auch schon... Zu spät wahrscheinlich. Nee, 8 Minuten habe ich noch rein theoretisch Zeit, aber ich bin rein theoretisch, habe ich immer einen Termin. Ich habe jeden Tag, guck mal, das ist jetzt, und wir sind ja jetzt nach den Betriebsferien, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich habe halt immer... Oh, dein Terminkalender. Und bei dir ist es ja wahrscheinlich noch viel, viel, viel. Nee, ich versuche jetzt das Jahr 21 viel umzustellen. Deswegen habe ich ja jetzt auch zugesagt. Freut mich Bombe. Ne, weil ich einfach versuche, das muss ja rein theoretisch gehen. Ne, rein theoretisch muss das ja gehen, dass ich wieder das viele Sachen von früher so hinkriege. Es muss ja technisch irgendwie gehen. Wenn es nicht geht, dann weiß ich, dann habe ich es in 21 gelernt. Aber ich glaube, du sagst jetzt auch, du freust dich über die Bilder, weil du ja auch selbst neugierst. Du hast diese Bilder freuen, ja auch nicht. Freuen und nicht freuen gleichzeitig. Weil es auch Erinnerungen sind, wo ich weiß, ja. Das ist schwer wiederzukriegen. Aber das war schon chilliger. Wir hatten eine coole natürlich. Zeit. Natürlich. Ey, wir haben abends, ich kann mich daran erinnern. Bis 2 und 3 Uhr morgens auf der Halle. Immer, meist in deiner Halle. Ich kann mich auch noch, ich kann mich noch erinnern, wo wir bei dir, deine erste Firma 2012 hinten in Wickede, wie wir abends alle zu dir gefahren sind. An dem Tor haben wir gesessen. Kubik hat immer den Holländer gemacht. Ich hab's geliebt, wenn er den Holländer gemacht hat. Ja. Und Zeit war auch egal. Also wir haben da gesessen, wenn es warm war, bis... Also ich weiß es nicht mehr, aber man kann jede Zahl nennen. Also bis in die Nacht, bis es richtig kalt wurde im Sommer sogar. Ich kann mich an den Dino Day, an den Tag bei dir erinnern, wo du dein Sommerfest gemacht hast, 2013. Ich könnte tausende Tage sagen, wo wir abends da gesessen haben, bis nachts dann oder morgen, sich einfach zwischendurch mal getroffen, Dönekes gemacht, irgendwo hingefahren. Ich kann es verstehen. Wie gesagt, ich weiß, also ich da habe ich schon mal gesagt, ich möchte da mit dir nicht tauschen. Ja, wir machen mal weiter. Wunderschön. Volles Haar. Mhm. Ey, guck mal, das waren meine Haare. Mhm. Da waren noch mehr, deutlich mehr auf jeden Fall. Wie zu jetzt. Mhm.
Aber der Eis war lecker damals, glaube ich. Ja, der ist immer noch gut. Da ist, das bist auf jeden Fall du. Nee, das ist noch der Nering. Kann ich dir genau erklären, warum? Weil ich da drin sitze. Richtig. Und weil der Kreis so klein ist. Und da hast du, das kann ja jeder. Lenkung voll einschlagen. Lenkung voll einschlagen. Und sowas konnte man noch machen, da kam keine Polizei. Habe ich letztens auch gesagt. Ich habe jetzt vor 2 Tagen wollten wir noch ein Auto. Ich habe so ein 5er BMW, 25, nicht mal ein schönes Auto, wo ich driften wollte. Da sag ich, ey, jetzt musst du irgendwo noch einen Parkplatz geben, wo du mal was machen kannst. Ich habe nichts gefunden und ich habe mich auch gar nicht erst getraut. Ja, genau. Weil die nehmen mich ja gleich mit, wenn du nur mal so einen Drift machst. Ja. Und da, guck mal, das ist auf jeden Fall Andreas, weil die kleinen Kreise. Und da hast du nachher noch gesagt, ey, das kann ja jeder Lenkung voll einschlagen. Das war ein kleiner Kreis. Und jetzt kommst du. Und du hast nachher nämlich, ich weiß, richtig weit ausgeholt. Und da habe ich nachher gedacht, oh, die parken in Autos. Der ist ja schon nicht schlecht zum GTR. Ja, ja, ja. Tische alle mal eben weggestellt. Oh Gott, was ist hier passiert? Ja, toll. Oh, krass. Das war's. Ja. Sie ist meine Nachbarin jetzt. Äh? Mhm. Ich habe allen lang nichts mehr von gehört, wirklich. Mhm. Ich würde mich manchmal wünschen, man würde all seine alten Freunde mal kontaktieren, aber ich habe das Gefühl, also das so von meiner Erfahrung her, die Freunde, die früher meine besten Freunde waren, haben sich so zu mir distanziert. Ja, was bei mir genau das gleiche passiert. Also Leute, die früher so enge Freunde waren, wollen nicht mehr mit mir was zu tun haben. Das Gefühl habe ich. Ich habe verschiedene Theorien, die möchte ich nicht sagen, weil die, glaube ich, dann überheblich von mir wirken. Aber für die bin ich raus. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich bin raus für die. Voll. Ich zum Beispiel bekomme gesagt, weil ich frage dann auch, ich gehe hin, ich sage, was habe ich dir getan? Warum? Dann sage ich so, was habe ich dir getan? Ja, du meldest dich ja nicht mehr bei mir. Ich sage, aber du kannst dich doch auch bei mir melden. Ich antworte dir doch. Der, da vertust du dich. Die Leute erwarten, wenn du der bist, der eine größere Präsenz hat, ob das erfolgreicher ist oder sich, was ist alles hingestellt, eine größere Präsenz hat, dann musst du dich melden. Und das ist das, was die Leute erwarten. Und das sage ich auch ganz oft. Zum Beispiel jetzt so Neujahr. Ja, kannst du mich, wünsch mir kein frohes neues Jahr? Digga, wünschst du mir kein frohes neues Jahr? Und ja. Ich, guck mal, das ist ja wirklich jetzt ganz, ganz spontan entstanden. Ich habe heute Morgen im Bett noch gelegen und habe gesagt, boah, geil, die alten Bilder. Und dann wollte ich dich fragen, hey, darf ich die zeigen? Und dann fiel mir ein, warum darf ich die zeigen? Job ist mein Freund. Warum kommt er sich die nicht mehr angucken? Ja, war jetzt aber auch ein bisschen mehr als gedacht. Und jetzt habe ich noch genau eine Minute. Wir haben 11:59 Uhr. Ich muss los. Ich danke dir fürs Kommen, Job. Ciao.